Lass es geschehen, YouTube, und herzlich willkommen zu Ice Age 4. Die arktischen Spiele voll verschoben. Es gibt hier einen kleinen Story-Modus. In dem Spiel geht es eigentlich nur darum, um arktische Spiele, wie das schon sagt. Da tritt man gegen ein anderes Team an in Wettbewerben in verschiedenen. Man kann entweder die böse Seite wählen oder die gute Seite. Es geht einfach darum, in dem Spiel, in der Story, dass man einen großen Schatz findet, also Sid rutscht so ein Abhang runter, knallt gegen so eine Eichel. Eichel. Er hat Eichel gesagt. Er rutscht gegen so eine Eichel und in der Eichel, ja, in der Eichel sind da, nein, da sind Obst, Gemüse, nee, Obst, Obst. Obst ist da drin, viel Obst. Und das ist ein Schatz. Und den wollen die Bösen natürlich auch haben, weil der eine dann in so einer Schneekugel angerollt kommt und knallt dann auch dagegen und möchte das jetzt natürlich haben. Und in der Story geht es eigentlich darum, dass man immer Szenen hat nach dem Spiel und vor dem Wettkampf. Nach dem Wettkampf und vor dem Wettkampf. Wenn man vor dem Wettkampf ist, dann pushen die sich so ein bisschen. Ja, wer ist besser? Ich bin besser, ich gewinne. Blablabla. Dann hat man so ein kleines Video, was eigentlich recht langweilig gestaltet ist. Für Kinder optimal. Mein Sohn saß neben mir und wir haben das zusammengespielt. Er fand das klasse. Daher kann man das ruhiges Gewissen auch jungen Menschen geben. Also für meinen Sohn ist es eigentlich nichts, weil er ist 2, aber er sieht halt die bunten Bilder und findet das halt toll. Also ist für auch für etwas ältere Kinder, 13, ist das ein gutes Spiel. Gewaltfrei, witzige Sprüche, kleine Videos, die Kindern gefallen werden, mir nicht. Daher werde ich euch trotzdem mal, ich weiß gar nicht, ob ich freies Spielen machen soll oder Story. Wir machen mal die Story weiter. Ich glaube, wir können von vorne machen oder nochmal neu. Genau, wir machen mal fortsetzen. Ihr habt eben schon gesehen, die Fraktion rechts und die Fraktion links. Und wir sind gerade in dem Level Klempnerei. Wir setzen das mal fort. Darum geht es eigentlich nur mit Sid oder diesem komischen kleinen Eichhörnchen da, oder was es sein soll, Löcher zu stopfen mit den Füßen. Wollen wir uns das mal angucken? Der schmeißt jetzt nämlich eine Eichel. Die Eichel fällt in die Wand. Das Wort Eichel ist einfach so Eichel. Genau, mit Sid hängen wir jetzt hier rum. Und jetzt müssen wir Löcher stopfen gleich. So, hier haben wir die Füßchen so. Und immer wenn wir dann Löcher sehen, können wir die so stopfen. Da zum Beispiel. So. Und je weniger Wasser wir durchlassen, desto besser. Oben rechts steht das Ziel, wie viele Punkte wir erreichen müssen. Und wenn wir die Löcher nicht stopfen, dann werden die immer größer und dann haben wir irgendwann ein Problem. Ich spiele das mit einem Xbox-Joypad. Oh, wir müssen schnell nach rechts rüber. Und irgendwann werden das auch immer mehr Löcher. Oh,
Glatt wie Eis. Buchstäblich. Und wir haben jetzt gewonnen. Für mich ist schon 6-2. Ich bin dennoch Herr der Meere. Und ja, ich habe schon mal eine Runde verloren. Und jetzt kommt gewonnen? Natürlich eine kleine, ein kleiner Ausschnitt, den ihr euch mal angucken gewonnen. Könnt. Oh, doch nicht. Schneller, ja, schneller. Du reinknallst, desto mehr Punkte. Okay. Juhu. Jetzt kommt mal eine andere, dann gucken wir uns das mal an. Wir müssen auf jeden Fall in die orangen Dinger mal reinknallen. Bob Rammen ist das dieses Mal. Dann fangen wir da mal an. Ja! Jawoll! Nimm das! Oh ja! Juhu! Papst, du hast den Stein erwischt! Nicht das! Jawoll! Yippie! Ja! Juhu! Juhu! Ich wusste, ich habe das richtige Mammut beheimatet. Ja! Yippie! Weiter so, Baby! Ja! Nimm das! Schon okay, Paps. Unfälle passieren. Wuhu! Na los, Paps! Juhu! Wuhu! Ah, wird immer schwieriger. Achtung. Sieht gut aus. Oh ja! Jawoll! Juhu! Das war gut, Schatz. Glatt wie Eis. Buchstäblich. Nebenbei müssen wir auch ganz viele Eicheln einsammeln. um zu gewinnen, aber ich glaube mir mal, den Wettkampf haben wir gewonnen. Schon? Ich bin gerade erst warm geworden. Hat jemand was zu meiner... So, und im jetzt Kampf kommt so eine Primat Szene, genau. Gegen Mammut. Siegt dir das Mammut? Primat? Ich bin ein Affe. Sag ich ja, ein Affe, der sich auf eine Niederlage einstellen sollte. Sag du mir nicht, was ich tun soll. Jetzt fang schon an. Sag du mir nicht, was ich tun soll. Aber ich wollte sowieso gerade anfangen. Mhm. Wir müssen uns ab jetzt zusammenreißen. Niemand will gegen einen stinkenden Piraten verlieren. Wen nennst du hier stinkend? Stinkender Pirat ist nur so ein Ausdruck. Komm etwas näher, dann drück ich dir auch was aus. Verstanden? Nein, danke. Ich bleib auf Abstand. Also los! So, und durch diese Szenen werden dann halt die nächsten Sachen angekündigt. Spiele wiederholen sich auch ab und an mal. Die werden nur etwas anders gemacht. Das mit dem Slalom gibt es, dann gibt es Skiabfahrt, dann gibt es Weitsprung. In dem Weitsprung muss man dann bestimmte Tasten drücken, die angezeigt werden und so weiter und so fort. Das Spiel machen wir mal noch und gucken dann mal, was daraus so wird. Spread-Kanone, okay. Zeig mal, wie du schießen kannst. Weit rausgehen, Kindchen! Na los! Schieß ganz weit raus! Was nennst du zielen? Schieß möglichst weit, mach schon! Naja, wir sind nicht wirklich weit gekommen. Pumpen wir nochmal, mal gucken, wie weit wir kommen. Wie geil das ist. Zeig, Omi, wie ein Hörnchen fliegt. Wo wartest du? Schieß weit hinauf.
hab ich ewig Zeit. Machen wir ein paar Punkte. Tja, sind wir übers Ziel hinausgeflogen. Das sieht, du zählen? Sieht einfach aus, aber es ist ganz schön schwer. Zeig, wie ein Hörnchen fliegt. Es muss weit rausgehen, Kindchen. Gott, war das knapp. Oh, oh. Schieß möglichst weit, mach schon. Ein bisschen haben wir noch, um 20.000 zu kriegen, aber ich glaube, das schaffen wir sowieso nicht. Schieß ganz weit raus. Trödel dich rum, hol Punkte für die Distanz. Zeig mal, wie du schießen kannst. Schieß weit hinaus! Ich hab nicht ewig Zeit. Machen wir ein paar Punkte. Oh, war das ein Glück für uns? Das muss weit rausgehen, Kindchen. Na, jetzt kommt's aber. Oh. 16.000 Punkte, 18.000. Ich glaube, wir haben noch gewonnen. Ich weiß es nicht. Nee, die haben gewonnen. Der Dicke ist weitergeflogen, glaube ich, als wir. Oder wen haben sie da eigentlich geschossen? War das der Hase? Der Captain will endlich mal zum. Sehen wir im Video. Mag ich das, Hörnchen. Los, Piratenteam! Hey, wieso jubelst du mir nicht zu? Weil ich vom anderen Team bin. Ich frag den Captain, ob du bei uns mitmachen kannst. Danke, aber ich glaube nicht, dass ich in die Piratenmannschaft will. Oh, aber das macht Spaß. Ist wie jeden Tag Pirat spielen. Danke, aber da spiele ich lieber Mammut. Ja, das machen wir mal weg. Darum geht es in diesem Spiel. Es ist wirklich ganz witzig. Für Kinder ist es super geeignet. Für Leute in meinem Alter, in meinem rüstigen Rentner-Dasein, ist das Spiel nichts. Daher Kaufempfehlung für Leute, die entweder A, Kinder haben, oder die wirklich auf so einen Scheiß stehen. Mit Scheiß meine ich natürlich nicht, dass es negativ gemeint ist, aber für mich ist es halt nichts. Daher, wie gesagt, für Kinder optimal, Daumen hoch. Also Ice Age 4, die arktischen Spiele voll verschoben. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten kinderfreien Gameplay wieder. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Tschüss, bis dann.